Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Zur Hölle. Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Ja, schön, dass ihr da reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. Hier geht es jetzt sozusagen direkt mal im neuen Kapitel weiter und ich glaube, ich wechsle mal in den Modus hier. Ach komm. Blöde Beste. Bam. So, wir hatten... Erstmal kämpfe ich, dann erzähle ich euch ein bisschen was. Ich bin ja nämlich gerade irgendwie wieder ein bisschen überfordert mit dem ganzen Mist hier. Doofer Hund, stirb so. Ach so, jetzt kommt erst nochmal eine Sequenz. Na, ist ja super. Magie sicherlich. Die Bestie. Was geht denn jetzt los? Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Der Fuck? Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Ted Deriat, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Hen Ichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Der Fuck? Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ja, dann redet ihr halt erstmal. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier. Aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja, bevor wir dir jetzt etwas fragen, ja, erstmal hallo und schön, dass ihr da reinschaut zu einer neuen Folge. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen quasseln, ne? In der letzten Folge waren wir fertig gemurten mit dem Prolog sozusagen und die Hexer sind jetzt in alle Windrichtungen gegangen, weil wir nämlich unsere
Mutagene oder was auch immer da gestohlen wurde, wieder zurückbringen wollen und jetzt die Fährte aufnehmen möchten von den Dieben. Und ich bin halt hierher geschickt worden und ich komme hier an und das Dorf wird von grünen Hunden überfallen. Das ist doch mal wieder typisch, ja? Typisch, typisch, typisch. Jetzt wollen wir erstmal mit dieser ziemlich rothaarigen Tante quatschen, woher auch immer die meinen Namen kennt, weil die hat mich ja vorhin Geralt genannt, aber ich weiß überhaupt gar nichts von der. Und dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier auswählen kann. Also, von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr was über sie? Sind wir uns schon einmal begegnet? Was führt euch in dieses Dorf? Und was wird aus Alvin? Wir sprechen uns noch. Ja, sind wir uns, sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Nee, sorry. Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Tja, bla bla bla. Was führt dich in dieses Dorf? Naja, gut, wir sprechen jetzt mich jetzt nicht. Ich mache jetzt erstmal weiter mit der Aufgabe hier. Linksklick auf Lagerfeuer entzünden, um den Meditationsmodus zu wechseln. Ganz okay. Ruhig. Alles wird. Brauche ich jetzt nicht, oder? Spur der Salamandra. Was war denn hier? Überreste. Bargest. Schädel. Bargest. Alles klar. Ein Bargest. Ja, ich nehme alles, danke. Von dem hier auch. Nee. Das ist wieder nur dieser komische Hund. Hier ist noch so ein komischer Hund. Dem, der hat ein paar Münzen einstecken. Gut. Vielen Dank, mein Freund. Hier liegt noch ein Toter. Der kann aber nichts. So, jetzt mal in den Questblock gucken. Das Vertrauen der Dörfler. Von Monstern und Menschen. Unter der Mission, bla bla bla, um sie zu ergründen, müssen Geistlichen aufsuchen und dafür auch. Ich markiere jetzt erstmal die Hauptquest. Was? Ah, so, okay. Reisender, Reisender, Reisender. Tollwütiger Hund. Kann man mit ihm sprechen? Ach so, da kommt dann so eine Kreatur raus. Alles klar. Den Hund tütet. Den Hund tütet. Ektoplasma. Okay, folgende Frage. Okay. Na gut. So. Neue Region, leerstehende Häuser, das ist aber schön. Abgeschlossen. Da kann man reingehen in die leerstehenden Häuser. Mal schauen, was es da drin gibt. Bin ich aber jetzt mal gespannt. Leichen, Wahnsinn. Beutel mit Salpeter. Super. Genau das habe ich gebraucht jetzt hier. Kapelle des ewigen Feuers. Was bringt mir das? Tja, keine Ahnung, was mir das bringt. Wurde mir noch nicht erklärt, glaube ich. Fliegen die Vögel da raus. Wo muss ich denn jetzt hier richtig hin? Hier lang? So entlang, wie es aussieht, ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Immer weiter, ich hätte gerne ein Pferd oder so. Neues Region, das Dorf, okay. Die
ganzen Hunde hier. Lassen wir sie mal in Ruhe. Damit die mich hier nicht nerven. Oh, ganz viele Ratten. Piep, 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 piep. Wo muss ich denn hin? Oh Mann, wie weit soll denn das... Wie weit ist denn das weg hier? Da läuft man sich ja zu Tode. Hat hier nicht irgendwas wie schnell reißen oder so? Das wäre mal ganz nützlich, glaube ich. So, der jetzt von mir. Hallo, hallo. Ich bin Geralt von Riva. Halt, Streuner! Birg... Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Ziehe los. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Was war das für ein Dialog? Komm, was ist das? Und die ist Bestie. Bam, 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 bam. Und stirb. Oh, da ist noch eine. Komm. Das, das, das. So. Kann ich die jetzt nicht plündern hier? Doch, den kann ich plündern. Bestienfangzahn. Der hat sogar ein bisschen mehr Geld dabei gehabt. Und wieder das Ektoplasma-Zeugs. Hier sind noch Überreste, die ich nehmen kann. Zack! Zack! Dann gehen wir hier rein. Flotti, Karotti. So, da wird jetzt wieder ein grüner Hund raus. Den machen wir fix mal weg, weil er hier vor dem Haus ist. Los, Überreste, Überreste. Jetzt. Alles nehmen. So. Hier muss ich rein, oder was? Nein. Haus des Geistlichen. Genau da wollen wir hin. Hinein, hinein. Mal schauen. Was er uns so Schönes erzählt. Schränkchen. Ein Brötchen. Dankeschön. In der Kommode ist auch was drin. Ein Kleiderschrank. Hat der hier was? Jetzt nach unten, aber ich will doch gern mit dem Geistlichen reden. Da hat er aber schön Bart. Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oder? Steht er auf seinem Bett oder daneben? Das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben... Auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Verzeiht, das war noch gleich das mit dem Feuer und den Kapellen. Ja, ich wüsste gerne mal, wie ich die anzünde. Was war das noch gleich mit dem Feuer und den Kapellen? Zündet nachts in jeder der 5 Kapellen des ewigen Feuers in unserem Dorf eine Kerze an. Lebt wohl. Eine Kerze anzünden.
Na gut, dann wollen wir mal in den 5 Kapellen eine Kerze anzünden, nicht wahr? Oh. Questlog gehen. Sein Name Berengar, bla bla, da kommt schon die Beste, wo ich kenne, bla 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 bla. Ihr müsst so. Gut, dann mache ich das mal. Annehmen. Ach, hier ist die erste Kapelle. Kommst du plötzlich her, Baby? Numero uno. Wäre das jetzt gewesen? Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das wird ein Spaß. Das ist nur ein Wegweiser. Da sieht es aus, als wäre das die nächste Kapelle. Hat die jetzt geblockt oder was war das? Geht jetzt an jeder Kapelle, die ich anziehe. Was war denn das wieder? Also jetzt zum Anfang da mit diesem, dass ich nicht treffen konnte. Ich habe gar nicht gesehen, was da stand. Steht da irgendeine Information da? Die hätte ich mir ja gern mal angeschaut. Halt die Klappe, Hund. Mit dir will niemand spielen, du bist verflucht. Kräh, kräh. Davon. Parieren. Wie machen die denn das? Parieren den Hunde. Das müsste mir mal jemand sagen. Kommt da auf mich zugehüpft? Ein Affe oder was? Hallo? Was macht denn der Affe hier? Das ist der Begleiter von dem Reisenden hier. Lol. Ein Äffchen, wie süß. So, der nächste Wurf ist dran hier. Bam, bam. Jetzt haben wir uns nur zwei. Dann fehlt jetzt nur noch eine Kapelle. Na, da müssen wir wieder ein Stückchen laufen hier. Trampel, trampel. Lauf, lauf, renn, renn. Mal rechts am Haus vorbei. Hexenhütte. Was ist denn hier? Blaubeere und Feuerstein. Vielen Dank, vielen Dank. So wieder eine Hundehütte hier, oder was? So was in der Art. Ja, die müssen natürlich... Was ist denn mit dem Hund? Mit dem... Affen, der rennt mir wohl nach, oder was?
Äffchen. Was willst du von mir? Äffchen, Äffchen, Äffchen. Kann ich mit dem interagieren? Ne. Das folgt mir einfach irgendwie. Na, von mir aus. Sollst du es halt tun. Zack. Sind sie einfach wieder alle verschwunden. Auch gut. Gut, dann kann ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückrennen. Was für ein Spaß. Als ob das nicht jetzt sicher genug gewesen wäre, das in eine Richtung zu... Kann man hier, wenn man auf die Karte geht? Nicht schnell reisen. Nein, kann man nicht. Wie nervig ist das denn bitte? Ich dachte, ich hätte überall die vertrieben. Doch nicht? Ist das doch nicht? Ist jetzt eigentlich da lang? Ja, ist der richtige Weg, ja. Dum, dum, dum. Lasst mich doch einfach in Ruhe, ihr ganzen leuchtenden Viecher. Ich glaube, ich muss die aber... Ja. Nee. Rennen wieder weg. Die rennen wieder weg, wenn ich lang genug laufe. Das ist gut. Dann können die das mal machen. Ist mir egal. So. Schnell zurück zu unserem Freund, dem heiligen Bartholomäus hier. Und dann soll er uns mal ein bisschen was erzählen und uns mal ein bisschen weiterhelfen hier. Ehrlich gesagt hätte ich lieber gegen so einen Gegner, das ist ein Boss gekämpft, anstatt einfach die Lichter anzuzünden. Aber ne, gut. Was soll's? Hey, nur bei dem regnet's. Nur rings um sein Haus rum. Da würde ich mir Gedanken machen, wenn's nur in meinem Haus regnen würde. So, mein Freund. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Na gut. Dann muss ich jetzt zur Hexe. Sag mir aber nicht, dass sie wieder... Im Ernst. Die ist am... Wieder am anderen Ende des Dorfes. Ey, wie nervig. Ja, ist ja gut. Du Mistsack. Dann müssen wir jetzt hier flitzen, ja? Nun denn, ich würde dann sagen, dann sind wir ja nun fast auch wieder durch mit der Folge. Wir haben jetzt hier ein paar, oder ich habe ein paar Bestien erschlagen, was auch immer das bringt. Ich könnte, glaube ich, ausruhen, also meditieren. Charakterstufe 4 bin ich nämlich. Dafür bräuchte ich aber erst ein Lagerfeuer. Wenn ich hier gerade keins sehe, muss ich dann in der nächsten Folge daran denken. Und wir werden dann in der nächsten Folge auch die liebe Hexe besuchen und mal schauen, was sie uns so erzählen kann.
Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin. Tschüss.